Sie betreten einen sicheren Bereich. Wir haben medizinisches Personal aus dem Lazarett im Garten. Gott sei Dank. Die Ärztin kennt sich mit Viren aus, heißt es. Siehst du, was ich meine? Alter. Scheiße, probier los. Da waren viele kranke Leute in dem Krankenhaus. Hey, ich sehe die Dinge einfach positiv. Das wirklich das Ende? Ich habe hier einen Teil, das nach Ihnen ruft. Gefällt Ihnen was davon? Wir sind wohl nicht im Geschäft. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erstmal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Sieht perfekt aus. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich bringe Ihnen eine gute Flasche Wein mit. Thank you.
Ausgezeichnet. Endlich können wir all den Kindern und Säuglingen eine angemessene Pflege bieten. Ganz zu schweigen von den Schwangeren. Jeder fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Endlich genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Ich sehe doch, dass Sie was kaufen wollen. Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Wiederhole, Phase 1 erfolgreich. Steht der Strom. Wir erhalten Berichte über eine riesige Explosion in Hudson Yards. Könnte ein Unfall gewesen sein, aber auch die Cleaners. Wie auch immer, bevor die JTF die Stellung dort aufgab, waren die Yards ein wichtiger Knotenpunkt für Versorgungslieferungen. Wenn wir New York wieder auf die Beine stellen wollen, können wir keine weiteren Rückschläge in dem Gebiet tolerieren. Wir brauchen dort sofort jemanden, der die Situation für uns einschätzt. Risiken ein. Agent, hier ist Dr. Kander. Ich wollte nochmal betonen, wie wichtig es ist, alle Zivilisten zu schützen, denen sie begegnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Leute die Dollargrippe überlebt haben. Das bedeutet, sie haben Antikörper im Blut, die ich brauche, um dieses Ding zu bekämpfen. Und die Kranken? Eine breitere genetische Streuung der Virusproben wird uns helfen, die Mutationsrate zu bestimmen. Was eine umständliche Art zu sagen ist, dass die Leute am Leben bleiben müssen, bis ich habe, was ich brauche. Verstanden? Gut. Aktives Echo-Signal geortet. Oh, ekelhaft. Oh, ich glaube, ich werde krank. Hey, das oder gar nichts?
ekelhaft. Boah, ich glaube, ich werde krank. Hey, das oder gar nichts? Erfasse ein Echo in der Nähe. Get out!
In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Ihr habt einen Job zu erledigen. Ansatz fliegt! Erfasse ein Echo in der Nähe. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Aktives Echo-Signal geortet. Wir müssen sie alle einäschern! Come on.